Ich raff's jetzt nicht. Muss ich das jetzt verstehen? Die haben wir doch. Also ich könnte schwören, dass wir die hier hergestellt haben. Laterne. Sorry, wenn es jetzt gerade ein bisschen länger dauert, aber ich verstehe das jetzt gerade einfach nicht. Haben die das rausgenommen? Ich meine, wir können auch Laternen, aber ich würde wirklich gerne diese Fackelhalterungen anbringen. Weil die nämlich einfach total cool aussehen an den Wänden. Okay, lass uns erstmal ein Bett herstellen oder sowas. Wir haben ja jede Menge Baumwolle. So, die Tigerfelle bringen wir jetzt erstmal oben in die Truhen. Tiger- und Leopardenfell, dass wir die erstmal weghaben. Zack. Rein damit. Mal gucken, ob wir sie brauchen für irgendwas. Aber bestimmt können wir die auch noch verwenden. Jetzt stellen wir erstmal, ziehen wir erstmal die Baumwolle da raus und stellen erstmal ein bisschen Stoff her. 1, 2, 3, so richtig viel. Wir haben so viel Zeugs hier gesammelt, so viel Baumwolle gesammelt. Da wollen wir auch mal ein bisschen was davon verbrauchen. Jetzt müssen wir erstmal Garn haben. Funktioniert gerade nicht. Warum nicht? Ah, so, okay. Fortschritt. Mit Höchstgeschwindigkeit. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. 80 Einheiten, ja. So. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Zack. Nächster. Ja, wenn, machen wir das jetzt richtig. Wir wollen so vieles haben, so vieles machen. Da muss man sich auch mal die Zeit nehmen. Schwupp. Ach, es geht übrigens schneller, wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält. Wusste ich noch gar nicht. Und wie schnell das geht. Zack. Das ist natürlich viel nicer so. Garnrolle, Garnrolle, Garnrolle. Jetzt werden hier richtig Klamotten hergestellt. Wir können nachher einen Klamottenladen aufmachen, wenn wir hiermit fertig sind. So, was haben wir jetzt eigentlich hergestellt? Garnrollen en masse. Wo sind sie denn? Da. 8 Garnrollen haben wir hergestellt. Nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal mit dem Webstuhl, was man da alles so machen kann. Handfasern, Stoff. Müssen natürlich erstmal Stoff herstellen. Garnrollen. Eine Garnrolle. 1, 2, 3, 4. So, alles verbraten. Und jetzt geht das weiter. Kleidung, Oberteile. Camping. Was haben wir da denn? Ein Zelt können wir bauen. Nice, 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 nice. 16 mal Stoff. So, gucken, was haben wir denn da? 4 mal Stoff. Ja, cool. Das ist doch mal was Schönes. Ruckzuck kann man Kleidung herstellen. Oberteile. Schuhe, alte Lederschuhe, Pelzstiefel. Da brauchen wir natürlich auch Leder für. Weiß gar nicht, müssen wir eigentlich haben, oder? Haben wir das nicht durch die Felle irgendwie? Zweimal Leder, Eisenstab, Sandalen. Socken! Ja, natürlich auch solche Sportsocken. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Sneakers! Haha! Turnschuhe? Leder? Moment mal. Militärstiefel. Gummistiefel, Schwimmflossen. Oh ja, dann können wir schneller schwimmen. Ich guck mal gerade eben, ich hole mal ein bisschen was von den Fellen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir da eventuell mit diesen Fellen irgendwie weiterkommen könnten. Jaguarfell, bla bla, wir nehmen mal alles hier raus. Oder einen Teil davon. So, was haben wir denn jetzt in dieser Truhe eigentlich drin? Da war irgendwie noch gar nichts drin. Genau da. Tun wir jetzt erstmal die Steine rein, die wir gesammelt haben. Das wird die Steintruhe. Die Stein- und Sandtruhe. Sand tun wir hier mal hier rein erstmal. So, jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Oder lasst uns erstmal alle Rohstoffe da reinpacken. Alles, was wir so an Rohstoffen haben, packen wir in diese Truhe rein. So, Sand, Eisen, Kupfer. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Das ist hier alles noch in der Mache.
Okay, also zurück zum Webstuhl. Leder, wir haben kein Leder. Moment mal, was müssen wir so ein Gerbgestell vielleicht haben? Irgendwie, Moment. Lass uns mal eben gerade gucken. Werkzeuge, Hilfsmittel. Bengalische Fackel, Dynamit, Kompass, Alt. Trinkbeutel. Werkbänke. Gerbgestell. Ich glaube, das brauchen wir. So, Gerbgestell gehört nach draußen. Auch erstmal so ein bisschen hier irgendwo hin. Ganz schön groß das Ding. So, ein bisschen gerade soll es ja schon stehen. Lass uns einfach mal hier hinstellen. Vorübergehend hier. So, wie läuft das jetzt mit diesem Gerbgestell? Was können wir damit jetzt machen? Ah, okay. So. Was müssen wir damit denn jetzt tun? Müssen wir jetzt einfach nur abwarten oder was müssen wir machen? Jaguarfell? Wie läuft das jetzt? Was müssen wir damit tun? Noch eins können wir nicht da dran hängen. Es geht nur eins. Sieht man da jetzt irgendwas? Muss da jetzt irgendwas mit passieren? Vielleicht lassen wir es erstmal hängen. Ich weiß es gerade nicht so genau. Wir lassen es jetzt einfach mal hängen. Und gucken mal, was wir damit noch machen können. Jetzt geht's weiter hier. Wir brauchen natürlich für viele Sachen, wir brauchen nämlich für viele Bekleidungsstücke halt auch Leder. Und es sind richtig coole Schuhe dabei, wofür wir eben, wie gesagt, Leder brauchen. Kleidung, Schuhe, Pelzstiefel, alles Leder. Alte Lederschuhe, Lumpenschuhe. Ich meine, wir können jetzt mit Lumpenschuhen anfangen. Das ist jetzt kein Problem. Hosen. Hier, da gibt es natürlich auch... Ah, Boxershorts. Lederhose kurz, viermal Leder, alles Leder, viermal Stoff. Nehmen wir mal so eine alte Hose vielleicht. Fangen wir mal bei dem Oberteil an. Poncho. Unterhemd. T-Shirt. Hier gibt es auch richtig coole Sachen gibt es hier. 12-mal Stoff, wir haben noch zu wenig. Wir haben noch zu wenig Stoff, wir müssen noch ein bisschen mehr Stoff herstellen. Wir haben jetzt nur 8. Ich glaube, wir machen einfach noch mal ein bisschen was. Noch ein paar Garnrollen. Und dann schauen wir mal. So, komm. Wir müssen einfach noch ein paar Garnrollen haben. Das hilft nichts. Und die nächste, und die nächste, und die nächste. Also ich würde das mal so sagen, so gefühlt brauchen wir noch 10 Garnrollen jetzt ungefähr. Und wenn man weiß, wie es geht, dann geht es auch wirklich richtig schnell. Unseren Ofen können wir gleich auch nochmal anmachen. Noch eine Garnrolle, noch eine Garnrolle. So schnell geht das. Unser ganzes Eisen, unser ganzes Kupfer, all das schmeißen wir auch noch in den Ofen gleich. Und da müssen wir also langsam anfangen, wie gesagt, dann auch die Truhen draußen auszuräumen und auch mit dem Ackerbau beginnen. Das habe ich natürlich auch noch auf dem Schirm, dass wir das wollen. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ich habe gar nicht gezählt. Baumwolle haben wir ja so viel. Wenn wir jetzt auch noch Leder hätten, dann wäre es halt richtig nice. So. Na
Und die eine machen wir jetzt noch. Da, 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 da. Okay. Wie viele Garnrollen haben wir denn? 13 Garnrollen. Das ist doch richtig cool. Rohstoffe. Stoff. Herstellen. Alles. Hier wird alles hergestellt. So. Und wieder rein. Camping hatten wir, das mit dem Zelt. Oberteile. Mit dem Oberteil, wie gesagt, fangen wir an. Pullover. Bomberjacke. Winterjacke. Militärjacke. Militärjacke. Anzugjacke. Genau. Wir rennen hier mit Schlips und Kragen durch die Gegend. Das wird's sein. Das müssen wir auf jeden Fall tun. Poncho. Lederhemd. Also ich würde sehr gerne Ledersachen herstellen. Die Auswahl ist auch nicht schlecht, ne? Lumpen muss jetzt nicht sein. Ich glaube, mit Lumpen müssen wir uns jetzt nicht abgeben, oder? Ein bisschen vernünftig, ein bisschen klasse soll das haben. So, ein Unterhemd stellen wir erstmal her. T-Shirt, Poloshirt. Das Hemd finde ich irgendwie ganz cool. Langarm. Okay, jetzt haben wir keinen Stoff mehr. Mann! Aber das können wir schon mal anziehen, oder? Wie geht denn das? Ah, so, okay. Unterhemd? Ah, es geht nur eins von beiden. Okay. Ich dachte, man könnte das so Unterhemd drunter und das Hemd da drüber. Okay, also ein Hemd hat er schon mal an. Ich weiß nicht so richtig, ob das passt, ob diese Kleidung hier passt, dieses knallrote Hemd. Ah, was soll's. Wenn wir sterben, dann können wir uns schneller finden, können wir die Leiche schneller finden. Ach komm, lass uns doch mal eben hier an den... Weißt du was, wir machen eben was noch was anderes. Wir haben doch noch so viele Sachen hier drin. Währenddessen wir hier mit unseren Bekleidung, mit unseren Bekleidungsstücken arbeiten, können wir doch eigentlich mal eben den Ofen mal anschmeißen, oder? Was ist denn da eigentlich noch drin? Wir haben doch auch noch... So, Ofen an. Eisen rein. Das können wir auf jeden Fall jetzt schon mal machen hier. So, unten kriegen wir es auch hin. Das ist aber fast ein bisschen schwer, ganz hinten die Dinger zu setzen. Aber es geht. Mit bloßen Händen fassen wir in die Flammen rein. Wir sind ja robust, wir können es ja aushalten, ne? Okay, also geht das jetzt hier los. Während der Ofen arbeitet, hier wird richtig gearbeitet. Auf ganzer Linie, zack, nächstes Garn, nächstes Garn, nächstes Garn. Es ist gut, dass wir so viel Baumwolle gesammelt haben. Wir wollen ja auch vieles ausprobieren, was Klamotten angeht, ne? Wir möchten ja auch so ein paar Sachen mal ausprobieren. Gelegentlich die Klamotten vielleicht auch mal wechseln. Wir wollen ja etwas stilvoll leben. So, wieder 100%. Und die dritte oder vierte Garnrolle war das jetzt schon. Das Spinnrad muss hier viel Arbeit verrichten. So. Nice. Nice, 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 nice. Jupp. Wie war das jetzt? 9 Garnrollen sind es wieder. Stoff. Warum gehe ich immer wieder raus aus dem Menü? Brauche ich doch gar nicht. So. Kleidung. Oberteil haben wir. Hosen wäre jetzt noch ganz nice. Alte Hose. 4x Stoff. Lederhose. Boxershorts. Kurze Hose. Cargo, Jeans, Jeans, Militärhose. Weißt du was? Ich glaube, wir nehmen erstmal die. Er sieht das Hemd wieder nicht aus. Ich glaube, wir nehmen das erstmal wieder raus und ziehen dem was anderes oben an. Oberteile. Mittelalterhemd. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Das finde ich ja schon... Also das sind schon ziemlich coole Hemden hier, aber man braucht fast überall Leder für. Poncho, Unterhemd, T-Shirt, Poloshirt, Hemd. Pullover.
20 mal Stoff, so viel. Wir können ja auch erstmal so einen normalen Pullover anziehen. 20 mal Stoff brauchen wir allerdings dafür.